Auto. Bei Oldtimer, da denken die meisten eigentlich sofort an chromblitzende alte Autos. Chromblitzend sind die Oldtimer von Uwe Leppelmeier aus Waltrop auch. Allerdings haben sie nur zwei Räder, sind keine nostalgischen Motorräder, sondern Fahrräder, Markenräder, die wir vielleicht schon längst im Keller vergessen haben. Ich habe versucht, das Fahrrad zu verschenken. Also wenn einer pfiffig gewesen wäre, hätte er das Fahrrad geschenkt genommen bei mir, aber es wollte niemand haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du es entweder wegschmeißen oder fertig machen, eins von beiden. Da habe ich mich entschlossen, an der rostigsten Stelle anzufangen. Das war hier. Da war richtig so eine dicke Kruste Rost drauf. Habe ich da geschliffen und dachte, wenn es blank wird, dann machst du es fertig. Wenn du durchkommst und das ist durchgerostet, schmeißt es in den Schrott. Neuer Sattel, neue Speichen, antiker Rahmen. 770 Euro. In seiner Werkstatt hat Uwe Leppelmeier alles, um alte Fahrräder zu retten. Dieses Rennrad, ein Kundenauftrag. Spinnweben inklusive und viele defekte Teile. Das hat mir Samstag ein Kunde gebracht. Und der hat das schon zig Jahre im Keller stehen gehabt. Ist da in seiner Jugend mal mitgefahren, hat das damals zu Studienzeiten gekauft, da hat er mir erzählt, so um die 1000 D-Mark für bezahlt. Das war für seine Verhältnisse sehr viel Geld. Der Tüftler aus Waltrop rettet alte Räder. Das sind oft viele Stunden konzentrierte Handarbeit in seiner Werkstatt. Früher war das hier mal der Bahnhof in Waltrop. Noch ein Oldie, ein echtes Liebhaberstück. Unverkäuflich. Rickard-Räder sind immer handgemacht, hat also der Meister immer selber gemacht. Und der Rickard hat also wirklich für die Olympiamannschaft, für die Deutsche, die Räder gebaut in einem Jahr. Und er hat halt seine Kunden ausgesucht. Er hat auch Kunden gehabt, denen er kein Rad gemacht hat. Dann hat er gesagt, deine Nase gefällt mir nicht, du kriegst bei mir keins. Einer von denen hat bei mir mal ein Gebrauchtes gekauft und war ganz glücklich, dass er doch noch ein Rickard-Rad bekommen hat. Hunderte von Rädern hat Uwe Leppelmeier mittlerweile zusammengeschraubt. Sie sind alle liebevoll restauriert. Ich glaube, man hat mehr Lust, Fahrrad zu fahren, wenn man Spaß an seinem Fahrrad hat, wenn man das mag, wenn man sich freut, wenn man das sieht, wenn man in die Garage kommt und das Fahrrad spannender ist als das Auto und man denkt, boah, jetzt fahre ich mit meinem schönen Fahrrad. Und das wünsche ich mir, dass das die Fahrräder, die ich hier baue, können. Dass sie es schaffen, die Leute zu faszinieren, dass sie gerne Fahrrad fahren. Der Fahrradfertigmacher in Waltrop mischt neueste Technik mit altem Design. Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Hauptsache, das Rad wird bewegt.